Herzlich willkommen zurück, liebe Leute, liebe Zuschauer und Burgbewohner auf YouTube. Es geht weiter. Das wird rausgeschnitten auf YouTube. Ja, ich habe Mist gebaut. Ich habe die Einheit verschoben, so wie ich das angekündigt hatte, aus Cambrai. Kriege jetzt diese Einheit, wie ich mir das vorgestellt habe, natürlich wegen Zone of Control-Regeln, die ja wieder da eingreifen. Natürlich nicht hier reingestellt, also ist Cambrai entweder verloren oder wir müssen jetzt hier schieben, schieben, schieben. Problem ist, in der Schiebekette ist eine Einheit dabei, die ich nicht schieben darf. Denn die ist dann tot. Gut, haben wir das. Egal, die Richtung muss ich eh besetzen. Da komme ich jetzt auch nicht drum herum. Also lassen wir es. Und stellen die Einheit hier rein. Wir schieben auch die einen nach unten. Oder? Wir könnten natürlich erstmal... Wisst ihr was? Doch, wir greifen jetzt, wir gehen jetzt all out. Es ist ein Riesenfehler gewesen. Ich weiß, es ist alles nicht sehr sinnvoll, was ich jetzt hier gemacht habe. Egal, Feuer frei. Wir hätten mit der Einheit auch noch angreifen können danach. Wurstebrei. Wurstebrei. Doch, der Chat wird zu sehen sein, Yagashura. Du bist live, wie du hier links oben sehen kannst. So, die wurden jetzt zumindest ausgegraben, bis auf Stufe 2. Das heißt, wir können jetzt hier die Einheit fast komplett besiegen. Gehen jetzt hier unten rein. Ja, und jetzt kriegen wir nämlich wieder keine Einheit rein. Doch, die Einheit kriegen wir rein. Aber dann... Aber dann. Die Einheit bekomme ich auch noch rein. Tja, wir könnten jetzt Lil... Wir könnten jetzt Lil... Das wird nachher einfach verpixelt. Genau. Wir könnten jetzt Lil tatsächlich... Wartet mal. Ah, nee, das dauert... Oh Gott, das kostet 3 Punkte, die in die eine Provinz zu bewegen. Ehrlich? Ist da, ach, da ist keine Straße, ne? Stimmt, da führt keine Straße südlich rein. Hm. Ja gut, dann müssen wir jetzt hier ran. Wir vernichten das zweite GDR-Korps, aber wir kommen nicht nach Lille. Ist das bitter oder ist das bitter? Gut, euch ziehen wir jetzt erstmal gleich noch zurück. Dich auch noch mal eine Stufe. Alle nach hinten. Euch ziehen wir dann hier rein. Was kann ich mit dir machen? Dasselbe in grün. Sollen wir hier auch nochmal angreifen? Theoretisch könnten wir das ja machen. Aber ich will jetzt hier nicht zu viel Mist bauen. Ja, Lil ist freigekämpft und wir können jetzt niemanden mehr reinziehen. Genau so ein Blödsinn kommt nämlich dabei rum, wenn man blöde Züge macht. Das tut mir sehr leid, das war wirklich ein völliger Fehlzug hier. Oh, Mann. Tja, hier sich Schaden abzuholen, lohnt sich jetzt auch nicht wirklich. Es ist, wie es ist, nämlich Mist. So, dich verstärken wir noch hier an der Grenze. Und dann können wir theoretisch, ja, theoretisch hier noch eine Einheit reinstellen als Reserve. Oder wir nehmen die noch mit rein. Die noch mit hier hin. Und die noch hier hinein, aber mehr können wir dann nicht machen. Okay, hier ist das zweite koloniale Korps. Die Einheit muss auch sich dringend, dringend zurückziehen. Zuvor könnte ich die aber noch ein bisschen bearbeiten. Vielleicht kriegen wir die sogar raus. Mein ausgedachter Name ist datenschutzrechtlich sehr schützenswert. Bitte was? Schlechten Witze lege ich gratis oben drauf. Okay. Ohne Einverständniserklärung darf er unseren Namen sowieso nicht einblenden. Im Livestream. Ihr Bösewichter. Ach ja, was machen wir jetzt hiermit? Die Einheit ist wirklich ziemlich lahm drauf. Die würden wir sogar wegbekommen hier, die Marine-Infanteriesoldaten. Die wären mir sogar noch wichtiger als die Kolonialtruppen. Schicken wir jetzt einfach hier eine Reserveeinheit rein, die sich hier dann demnächst verschanzen darf. Und mit den beiden Geschossen, wir gehen übrigens auch hier mal in den Passivmodus für die Zukunft. Ja, da graben wir dann die Marine-Infanteristen nochmal aus. Und vernichten sie.
Das sollte nämlich jetzt problemfrei funktionieren. Vor allen Dingen mit so einer Einheit hier. 1,5, 1,5, 1,4. Dann nehmen wir mal die hier. Die dürfen ja auch noch verstärkt werden. So. Euch machen wir jetzt frisch. Perfekt. Und jetzt könnten wir sogar hier reinmarschieren, aber das ist mir ehrlich gesagt das Risiko hier nicht wirklich wert. Euch verstärken wir. Und euch ersetzen wir. Nö, wir ersetzen sie nicht. Wir lassen sie erstmal stehen. Mit 107% Moral ist das erstmal okay. Die könnten zwar hier noch rein, aber nee, lasst mal. Wir haben eine Einheit wieder vernichtet vom Gegner. Sehr gut. Die beiden hier, ja, die dürfen sich jetzt auch nochmal verstärken. Die sollten aber eigentlich die Stellung sehr gut halten können. Und falls alle Stricke reißen, kann ich hier mit der Kavallerie schon mal eine Reserve aufstellen. Euch noch einen nach unten. Okay, und euch noch einen nach hier ziehen. Gut, das sieht mir in Ordnung aus. Jetzt müssen sie erstmal bei Lil tätig werden. Und haben definitiv Probleme in Zukunft. Und hier oben könnten wir auch nochmal angreifen. Warum eigentlich nicht? Gegen die alte Einheit hier. Da müssen sie auch da ein bisschen was tun. Können ihre Einheiten nicht frei verschieben, wie sie gerade wollen. Ja, ich denke. Denke, dass das soweit dann okay ist. Ja, ob man jetzt hier die Kolonialtruppen angreifen soll mit der einen Einheit. Ich meine, gut, wir haben ja hier noch eine Reserve stehen. Könnte man sich sogar leisten. Ja klar, warum nicht? Wenn die Berechnung positiv ist, sollte man das immer machen. So. Und die lassen wir dann einfach hier eingraben. Die Einheit ist nur noch halb so stark. Kann uns hier nicht mehr gefährlich werden. Gut. FBI, open up. Du musst den Chat zensieren, sonst gibt's Ärger. Was, was, was? Ihr seid mir welche, ey. So. Was machen wir jetzt hier? Wir müssen erstmal die Kavallerie hier ein bisschen. Oh, die hat auch schlechte Moral, Bereitschaft. Die müssen wir jetzt erstmal wieder hochbringen. Die wird aber Schwierigkeiten kriegen. Die Einheit muss auch unbedingt verstärkt werden. Aber ihr seht schon, verteidigen hier ist schwierig. 2 von 3. Greifen wir jetzt erstmal die Einheit nochmal an. Okay. Soll erstmal in Ordnung sein. Die Einheit hier muss auch wieder verstärkt werden. Ja, jetzt bräuchten wir hier oben eigentlich mal eine Artillerie, die wir natürlich wieder nicht haben mit den, den Österreichern. Ich will immer Osmanen sagen. Aber wir haben super Angriffswerte mit unserer modernen Infanterie. Da würde ich sagen, Feuer frei. Das sieht gut aus, das sollten wir machen. Und die hier werden komplett vernichtet. Udine ist freigekämpft. Udine ist freigekämpft. Und jetzt können wir uns sogar hier reinstellen. Ja, ich glaube, das müsste klappen. Das ist super. Wir haben Udine erobert. Perfekt. Und die Einheit, die kann erstmal wieder verstärkt werden. Gut. Super. Das hat doch ganz gut hingehauen. So, die Abteilung hier können wir jetzt auch überall hinführen. Die brauchen wir eigentlich jetzt hier auch kaum noch. Die könnte auch mal aufgewertet werden. Das ist auch okay. Der steht hier auch ziemlich doof rum, aber na gut. Na, könnte jetzt die Bologna-Abteilung weiter schwächen. Das soll er mal machen. Okay. Hat funktioniert, die sind nur noch bei 5 Stärke, müssen sich wieder hochstärken. Perfekt. Okay, so, dann haben wir hier die Einheiten, so gut es geht, schon mal reingestellt, wo es uns möglich war. Die Frage ist natürlich jetzt, ja, ich glaube, das Schlachtschiff reparieren wir mal für 18 MPP. Auch den schweren Kreuzer, den können wir aber nicht, der hat irgendwie nicht genug Versorgung hier oder so. Den Zerstörer können wir aber schon mal wieder verbessern. Okay. Und das Schlachtschiff Send Istvan oder Shend Istvan für 93 MPP auf Stufe 10 bringen.
Müssen sich wieder hochstärken. Ja, ist ein bisschen komisches Deutsch. Müssen sich verstärken, ne? Genau. Müssen quasi repariert werden, könnte man auch sagen. Genau. So. Dann gucken wir mal weiter. Wie war das hier unten? Greife ich hier jetzt mal an. Ich habe ja meine Artillerie hier hingestellt. Die kann aber erst nächste Runde eingreifen. Ja, mal gucken. Man könnte trotzdem schon mal hier anfangen anzugreifen. Ich meine, die sind ja hier super, super schwach, ne? Oh, aber gute Artillerie steht dahinter. Uiuiui. Okay, das stellt sich als dumme Idee heraus. In Ordnung, dann lassen wir das direkt sein, bringen die hier rein und sehen zu, dass wir hier ganz zügig unsere Einheiten auf Maximum kriegen. Alles klar, das war keine so gute Idee. Naja. Dann müssen wir damit eben leben. Schade, schade. So, er hier kann sich jetzt zurückziehen und von der guten Einheit hier abgelöst werden. In Rize. Und wir können sogar direkt hier das Kavalleriekorps angreifen, aber ich würde sagen, wir verschanzen uns erstmal in Ruhe. Wir brauchen uns hier keinen Stress machen. Die beiden verstärken wir nur. Oh, den dürfen wir sogar erweitern, verbessern jetzt hier, weil der Gegner nicht mehr angrenzt. Perfekt. Eine weitere Einheit modernisiert und das Gebirgsjägerkorps kommt eh irgendwann wieder. Kein Problem. Ja, ich kann mit den Osmanen, genau, ich kann jetzt mit der osmanischen Flotte mal schauen, was bei den Griechen so abgeht. Das könnten wir tatsächlich mal tun. Vielleicht hier bei Limnos schon mal. Da steht nämlich ein Royal Marine Corps. Tatsache. Ein Royal Marine Corps, aber kein Schiff ist hier zu sehen. Dann rücke ich mal Richtung Athen vor. Ganz behutsam. Auch da kein Schiff zu sehen. Das ist ja spannend. Dann nehme ich jetzt mal den Leichenkreuzer. Was gucken wir denn als nächstes mal nach? Vielleicht hier unten Heraklion. Auch nix. Was sagt Rhodos? Auch nix. Okay. Niemand hier. Wow. Das ist natürlich krass. So, jetzt haben wir noch unser Linienschiff, Tugut Reis. Das bricht jetzt auch schon mal hier in das Mittelmeer hervor. Und hier hinten ist noch die Yavuz Sultan. Unser deutscher ehemaliger Schlachtkreuzer. Den müssen wir jetzt erstmal rundenweise ranbringen. Okay. Gut, mehr geht hier nicht. Das hier ist echt auf verlorenem Posten. Aber was will ich machen? Die Stadt einfach freigeben, finde ich jetzt hier auch eigentlich Quatsch. Ich müsste eigentlich mit denen hier rein, aber das ist natürlich unmöglich. Da muss ich eine Runde müssen die jetzt irgendwie noch aushalten. Ich hoffe, sie kriegen das hin. Ich fürchte, das wird eventuell nicht gehen. Naja, so. Hier hatte ich im Osten noch nicht wirklich viel getan, ne? Die sind auch alle noch ziemlich stabil unterwegs hier, die Feinde. Die haben 4 Geschosse, die wollte ich dann nächste Runde auf Warschau einsetzen. Was ja echt okay ist. Ansonsten würde ich sagen, wir lassen es so. Ich glaube, den Aufklärer lassen wir mal hier, falls nächste Runde besseres Wetter ist. Ich glaube es zwar nicht, aber schauen wir mal. So, dann ist hier noch ein Zerstörer aufgetaucht. Jetzt müssen wir uns wieder um die Marine kümmern. Wie funktioniert eigentlich der Transport von Landeinheiten über Wasser? Da muss man, wenn man hier irgendwo ist, kann man, glaube ich, irgendwie so einen Befehl machen mit Landungsboot oder Langstreckenlandungsboot und dann kann man die irgendwie rüberführen. Aber ich habe das auch noch nicht ausprobiert, glaube ich. Von daher. Per Schiff. Ach, Extruder, nein. Guten Abend, der Strategie-Nerd ist auch da. Sehr schön. Muss die Einheit an einem Hafen haben. Genau, das macht ja auch irgendwo Sinn. Sonst kann man ja schlecht Landungsboote bemannen. Okay, so. Wir waren jetzt in der Nordsee. Der Zerstörer ist noch hier aufgetaucht.
Erstmal werden wir unseren Zerstörer hier reparieren und den hier schicken wir auch zurück, aber nicht durch die Mine. Das Thema kenne ich inzwischen schon. So bitte. Für die nächste Runde. So, der müsste eigentlich dann auch mal... Was hat denn der für Eigenschaften? Seeeinheit 1-1. Also jede Einheit, die irgendwie 2 und mehr Schaden macht, kann ihm eigentlich gut Schaden machen. 2-2. Da wird ja sogar ein leichter Kreuzer noch ganz okay sein. Und eigentlich müsste ein schwerer Kreuzer hier guten Dienst verrichten. Dann machen wir das mal. Die Fürst Bismarck greift an. Kann den Zerstörer hier schwer beschädigen. Ich würde sagen, dann macht die Rheinland hier hoffentlich kurzen Prozess. Naja. Müsste gehen. Okay, Zerstörer weg. Kein Schaden. Perfekt. So, die Helgoland, die lassen wir, glaube ich, auch noch in die Reparatur gehen. Hier drüben. Die ist ja auch leicht beschädigt. Und Kaiser Wilhelm II. Müsste eigentlich auch. Da müssen wir jetzt mal die Schiffe ein wenig... Nee, da nicht. Da bitte nicht durchziehen. Die lassen wir mal nach hier fahren. Und die Moltke, die ziehen wir jetzt mal hier hin. So, okay. Noch ein Schiff, die hat noch 9, das ist okay. Ansonsten haben wir hier alles abgeschirmt. Ja gut, die König, das Schlachtschiff König müsste eigentlich auch in eine Reparatur gehen. Das machen wir mal hier drüben. Okay, das wird uns ein paar MPP nächste Runde kosten. Und zwar nicht wenige. Aber ich denke mal, damit sollten wir eigentlich ganz gut klarkommen. So, blockieren das Gebiet mit dem schweren Kreuzer nochmal. Und den packen wir hierhin zur Blockade. Den Zerstörer holen wir hierhin zurück. Okay. Die wollte ich eigentlich mal auf volle Stärke hochbringen. 41 MPP. Ich hoffe, das lohnt sich dauerhaft. So, dann müssen wir die U-Boote ja, zurückbewegen. Jetzt sind natürlich die Häfen alle voll, aber ich glaube, die können auch neben den Häfen ihre Versorgung zurückbekommen. Machen wir das mal so. Und das U-Boot hier hat nur noch 5 Versorgung. Das geht hier hin. Das fährt dorthin. Perfekt. So, der hat auch nur Versorgung 6. Der geht mal bitte in den Schleichfahrtmodus und fährt hier in Ruhe durch die Blockade. Und das Boot, das schicken wir jetzt auch hier durch die Fernblockade in Richtung der Routen. Das hier muss jetzt ganz, ganz dringend weg. Am liebsten in Schleichfahrtmodus hier, denn das ist echt ziemlich stark angeschlagen. So, das Boot hätte ich ganz gerne hier unten, während das nochmal hier reinfährt. So, und dann holen wir uns auch noch hier einen Konvoiangriff auf die Route ab. Ach Gott, das Spiel ist einfach toll. Ja, auf jeden Fall, Strategie-Nerd. Ah, verzeiht, ich habe einen Frosch im Hals. So. Nein, doch, O. Na gut. So, die U-Boote sind alle gezogen worden, soweit ich das gesehen habe. Hier oben stehen immer noch beide Schlachtschiffe zur Fernblockade, was immer das bringen soll. Also, ich weiß, was die Fernblockade bringt, aber warum gerade Schlachtschiffe da stehen? Die hätte ich woanders eingesetzt anstelle der Briten, aber gut. Stattdessen schicken sie uns die Queen Elizabeth in die Nordsee und lassen sie von uns versenken. Was soll ich dazu sagen? Es ist, was es ist, liebe Leute. Gut. Ja, hier wollten wir eigentlich nichts machen, habe ich gesagt. Das bleibt erstmal so. Lassen wir es mal. Freu dich doch. Ja, auf jeden Fall. So. Okay, bin mal gespannt, was hier im Südosten noch passiert. Da sind wir ja am weitesten vorgedrungen bisher. Und da muss eigentlich... Gut, hier sind die Pripyat-Sümpfe. Da ist nicht viel zu machen. Aber
Brest-Litowsk wird das nächste große Ziel nach Warschau sein. Und ich glaube, dann sind die Russen langsam aber sicher auch am Ende ihrer Kräfte. Serbien ist jetzt raus, die Franzosen haben nochmal auf 64% ihre Moral verloren. Na gut, wir sind auch nur noch bei 88. Aber wir schlagen uns doch recht gut, muss ich sagen. Okay, haben wir noch irgendwas vergessen? Ich habe immer das Gefühl, ich vergesse irgendwas. Wenn die HOI4-KI das gemacht hätte, hättest du dich jetzt wieder beschwert. Ja, natürlich. Selbstverständlich. So. Ja, was wir noch gucken müssen, ist Technologie, Diplomatie und so weiter. Also Bulgarien, warum die immer noch nicht eintreten? Ich habe keine Ahnung. Da stecke ich doch jetzt keine MPP mehr rein. Diese Deppen, ey. Norwegen hat sich hier auch noch nicht bewegt. Schwierig, schwierig, schwierig. Also da möchte ich eigentlich nichts weiter machen. Bei der Forschung müssten wir gucken. Österreich hat viele Punkte übrig. Ich würde sagen, Infanteriewaffen, nächste Stufe, sofort weiterforschen. Gute Idee. Dann würde ich sagen, Artilleriewaffen, sehr gute Idee. Und dann haben wir schon viele Punkte ausgegeben, noch 388. Ja, vielleicht auch bei Ihnen mal Gasgranatenproduktion, ne? Das ist, denke ich mal... Ja, oder wir nehmen erstmal Jagdflugzeugentwicklung, dass sie da besser werden. Ja, ist auch nicht verkehrt. Machen wir das erstmal. Okay, reicht bei Österreich-Ungarn. 348 haben sie noch. Deutschland hat auch noch Punkte übrig. Vielleicht sollten wir mal gucken, dass wir... ja, Österreich hat jetzt schon wieder zu wenig Punkte dafür, ne? Doch, die könnten noch eine Artillerie bauen. Kann ich den Namen hier verändern? Tatsächlich, aber dann ist meine Webcam immer weg wegen dem Backslash. Wundert euch nicht. Ist es ein Artilleriekorps oder Bataillon? Wie nennt man das denn dann? Ist übrigens lustig, wie mein Bild dann immer die ganze Zeit wiggelt, weil ich die ganze Zeit Backslash drücke. Ich nenne es einfach mal zweites Artilleriekorps. So, haben wir es gekauft? Ach so, aber ohne Verbesserung jetzt. Naja, gut, egal. Mai 16 kommt das. Okay, haben sie nur noch 48 Punkte, aber das ist nicht schlecht. Haben die Deutschen noch was? Ich habe ja gesagt, ich würde gerne noch einen Befehlshaber hier nach Italien packen. Da wird mir aber fast schon ein Sechser dann reichen für 360, oder? Einen zweiten von Hindenburg brauchen wir nicht. Ja, eigentlich Batterie oder Regiment oder irgendwie sowas, aber können wir ja vielleicht noch umbenennen. Ich glaube, das geht. Ankunft 6. Mai, also das dauert. Aber ich würde sagen, wir sparen uns die MPP ein bisschen auf und gehen hier auf den von Eichhorn. Holen uns den, dass wir den hier noch nach Italien bringen können. Okay. Oh, wir kriegen auch noch ein Schlachtschiff hier. U-Boot und noch eine große Eisenbahngeschützartillerie. Demnächst. Gut, sollen wir mit den Deutschen nochmal bei Forschung gucken? Eigentlich haben wir da sehr viel am Laufen. Ich sehe nicht wirklich... Können wir die Seekriegsführung noch machen? Moral erhöht sich. Ah, wir kriegen auch mehr Seeminen dann. Könnte man sich auch überlegen. Marinewaffen. Marinewaffen wäre auch ziemlich wichtig. Ja, ich glaube, da geben wir mal was für aus. Wo wir jetzt schon Erfolge auf See haben, das müssen wir irgendwie verstärken noch. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Okay, gut, das wär's. Dann schauen wir in dieser Folge uns den Feindzug auf jeden Fall noch an. Dafür bleibt genug Zeit und dann gucken wir mal, wie wir dann nächste Folge damit umgehen. So, möchten Sie den Zug wirklich beenden? Ja, kommt, liebe Leute. Schauen wir mal, was der Gegner machen kann. Niederlage auf dem Isonzo. Der Verlust von Udine senkt die italienische Moral. Haha. Österreich-Ungarn feiert natürlich den Sieg auf dem Isonzo. Einen der vielen wahrscheinlich, wenn es nach der Historie geht. Griechische Truppen machen sich jetzt für Ioannina mobil. Deutschland wird durch schwere See beschädigt. Naja gut, halb so wild. Da können die Schiffe hoffentlich mit umgehen. So, 424 MPP, 357 und 203.
Ja, ist nicht besonders viel, aber genügt, denke ich mal. So. Block fragt, immer noch da? Ja, natürlich. Gedankenspiegel hat die Ausschweifung unterbinden ausgewählt. Das heißt, ich muss mich jetzt ein bisschen ranhalten. Das Vereinigte Königreich führt die Wehrpflicht ein, jetzt erst. Und das zweite NSEC-Korps sticht jetzt in See. Hm, das wird spannend, Leute. Mal gucken, wo die auftauchen. Ich vermute wieder an der Westfront. Gucken wir mal. So. Feindkontakt, das U-Boot wird wieder vom Zerstörer gestellt. Wie doof. Okay, die Franzosen melden sich jetzt in Rhodos und jetzt kommen sie mit einem schweren Kreuzer auch noch angefahren. Oh, jetzt kommen die Franzosen, liebe Leute. Haben wir uns ein bisschen weit nach vorne gewagt. Oh, U-Boote gegen ein Linienschiff. Oha. Jetzt wollen sie es aber wissen, hier die Alliierten. Oh, jetzt komme ich nicht mehr raus. Diese blöden Franzosen, ja, irgendwie schon. U-Boot taucht jetzt ab, immerhin. Bekommt noch einen Schaden. Hat Italien da gerade eine Einheit reingestellt? Was ist das denn bitte? Okay. Alles klar. Offensichtlich schon, ne? Hm. Januar 1916. Ja. Im Blöden wird gesperrt. Ja, offensichtlich schon. Vielleicht ist mein Motto auch ein bisschen empfindlich. Tja. Gut, war das alles? Das war ja noch nicht so viel. Ich glaube aber, der Gegner muss noch einiges machen. Wenn ich das richtig sehe. So, da wird wieder ein Aufklärungsflieger bemüht. Die Artillerie geht jetzt auf die frisch eingenommene Stellung von El Arish. Bombardiert uns dort. Oh Mann, jetzt kriegen wir dort richtig auf die Mütze. Von der doppelt aufgewerteten Artillerie. Oh, die Infanterie der Russen macht mal was. Greifen unsere Truppen dort an, südlich von Warschau. Das gebe ich auch nicht frei, sagt Darkwalker. der Strategienetz sagt, ist die Mod nachinstalliert. Welche Mod meinst du denn? Meinst du die Blue Max Mod? Die habe ich von Anfang an drin gehabt. Aber die kann man... Ich weiß gar nicht, kann man die im laufenden Kampagnenspiel installieren? Bin ich mir nicht sicher. Aber die Feinde, die greifen unablässig an hier. Boah, die Partisanen kriegen so gerade. Also sie überleben so gerade. Mehr auch nicht. So, die Italiener dort sind nicht erfolgreich in den Bergen. Das habe ich mir aber auch so gedacht. Jetzt kriegen wir hier nochmal ordentlich Ärger. Da passiert gar nichts im Winter hier. Diese Angriffe sind alle umsonst. Immerhin, wir waren am Isonzo erfolgreich. Das ist auf jeden Fall gut gegenüber Italien. So. Genau die, ja. Da habe ich auch mal ein kurzes Video zu gemacht auf dem Kanal, wie man die installiert. So ein kurzes Infovideo. Also das findest du bei mir auch auf dem YouTube-Kanal. Isonzo und sonst so. Oh mein Gott. Da sind wir schon wieder beim Wortwitzniveau angekommen. Jetzt wird es schwierig im Mittelmeer mit den Schiffen. Da müssen wir mal gucken, wie wir da weitermachen. Das wird wirklich schwer. So, die Russen versuchen ihre Stellung da im Zentrum irgendwie zu sichern. Bin mir nicht sicher, ob wir da... Winter und Angriffe, da war doch was, ja... Der Feind sieht das nicht so eng. Oh, die Araber lehnen sich jetzt gegen uns auf, gegen die Osmanen. Es kommt jetzt hier zu Partisanenbildungen.
Die Moral sinkt auch, weil die Araber revoltieren. Und der Außenminister verkündet diplomatischen Erfolg. Rumänien driftet 6% zu den Entente. Das ist ja schrecklich. So, ein Angriff auf die kanadischen Importe hier nach UK. Und wir haben wieder alles blockiert bekommen, wie immer. Bei Ypern stationierte britische Soldaten beginnen mit der Produktion von The Wipers Times. Salient News, alles klar. Großscharif Hussein wendet sich vom Osmanischen Reich ab, weil man dort das Wort Gottes ablehne. Skandalös! Wie kann er es wagen? Die allindische Muslimliga verurteilt die arabische Revolte und spricht Fatwas gegen Großscharif Hussein aus. Interessant. Die Verweigerungsbewegung No Conscription Fellowship spricht sich gegen die Wehrpflicht in Großbritannien aus. Oh. Auch interessant. Und deutsche sozialistische Kriegsgegner gründen den Spartakusbund. Spannend, spannend, was hier so auf der Welt passiert. Das ist doch eine Menge. Ja, schauen wir mal, was wir denn hier noch machen können. Es ist eine Menge passiert. Ihr seht es hier. Eine Menge, Menge Zeug ist passiert. So, den langen Max, das Eisenbahngeschütz, dürfen wir jetzt aufstellen. Ich würde sagen, das dient uns hier an der Ostfront eigentlich auch am besten. Gerade im Hinblick auf so bestimmte Stellungen wie Verdun oder hier unten im Süden. Ich glaube, die stelle ich hier auch mal auf. Gut. Okay. Ja, dann müssen wir uns jetzt hier um dieses ganze Krams hier kümmern. Das wird richtig schwer, denn die sind richtig hart angeschlagen. Mal schauen, ob die das gegen die überleben würden mit 3 Stärke, weiß ich auch nicht genau. Mal schauen, liebe Leute. Das werden wir beim nächsten Mal erfahren, denn jetzt mache ich erstmal hier Schluss und dann gucken wir beim nächsten Mal, wie wir mit den Einheiten vorgehen. Hier haben wir noch die Artillerie der Osmanen. Mal sehen. Gut, das soll es aber erstmal für diese Folge gewesen sein. Ich verabschiede mich schon mal von den YouTube-Zuschauern und sage Arrivederci und ciao, ciao.